Herzlich willkommen zur Freiheit. Das ist das große Thema heute Nachmittag. Hundertprozentig frei. Wer fühlt sich frei? Oh, manche müssen überlegen. Wie ist es? Sind Sie eigentlich freiwillig hier? Seid ihr freiwillig hier oder irgendwie gezwungenermaßen? Frei ist das große Thema. Wir sind frei. Die Bibel ist voll von Freiheitsgeschichten. Schon die Ostergeschichte von Jesus ist eine Freiheitsgeschichte, denn es gibt kein Gefängnis, das so dicht ist und so freiheitsraubend wie ein Grab. Haben wir alle nicht erlebt, die wenigsten zumindest, hier in dieser Runde würde ich mal mutmaßen. Jesus hat es, kann man sagen, erlebt. Da bekommt das Wort erleben einen ganz neuen Klang. Also Jesus jedenfalls hat die Macht des Todes durchbrochen und eine Freiheit zu leben gefunden. Und diese Geschichten gehen weiter im Neuen Testament. Denken wir nur mal an Petrus und Paulus, nur an diese beiden. Petrus, Gefängnis, war er nicht? Ja, war er. Und wer hat ihn befreit? Ein Engel des Herrn, heißt es da, kommt zu ihm, löst die Fesseln, er kommt heraus, trifft wieder die Seinen in der Gemeinde und die erkennen ihn erst gar nicht, können gar nicht glauben, dass er da ist. Wie kann das sein? Er ist doch gefangen. Gefängnis ist das Normale. Und dann Paulus und Silas, die im Gefängnis sitzen in Philippi und singen, das ganze Ding bricht ein, bricht zusammen. Große Befreiungsgeschichte. Und dann schreibt Paulus einen Satz im Galaterbrief, der über diesem Nachmittag steht, der der Gemeinde gesagt ist und in dem wir leben. Und darum geht es. Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Darum lasst euch nicht wieder in das knechtische Joch fangen. Lasst euch nicht wieder einfangen. Echter Glaube macht frei. Der Glaube an Jesus Christus befreit. Wir leben in Freiheit. Das klingt so vertraut und das ist so ein bisschen wohlfeil unter Christenmenschen. Das ist so etwas, woran wir uns gewöhnt haben und dessen Bedeutung wir aber häufig übersehen, nicht ermessen. Und wir ziehen uns in Gefängnisse zurück, werden gefangen genommen, lassen uns gefangen nehmen, ohne es so richtig zu merken. Echter Glaube macht frei. Das Evangelium bedeutet Freispruch. Lasst mich das noch von vorne weg sagen. Im Grunde ist damit schon alles gesagt. Ja? Eigentlich. Könnt also schlafen. So. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was das bedeutet. Das Evangelium ist ein Freispruch. Von der Art ist das Wort Gottes. Es ist ein Wort mit Wirkung. Wort Gottes bedeutet genau das, dass das gilt, was Jesus sagt. Du bist frei. Punkt. Dieses Wort hat Wirkung. Jetzt können wir sagen, wenn wir uns das gegenseitig sagen oder wir uns das selber sagen, naja, was wirkt es schon? Ein bisschen tut es der Seele gut und so, aber okay. Ist das mehr als ein bisschen so ein Psycho-Ding? Ich sag mal so, wenn ein Richter sagt, Freispruch, wenn ein Richter sagt, du bist frei, bei einer Verhandlung, nach einer Anklage, am Ende eines Prozesses, dann ist das ein Wort mit Wirkung. Frei, das gilt, das ist Wort Gottes, das ist Evangelium. Wir sind frei. Und jetzt hängt es davon ab, wie wir reagieren, wenn man so auf einem Stuhl sitzt als Angeklagter und dann sagt, ach, frei, ich dachte, ich könnte da jetzt so 24/7 Unterkunft. Muss ich eigentlich frei sein? Gefängnis kann auch bequem sein. Ist übrigens für Gefangene im ganz realen Gefängnis auch so eine Erfahrung, dass das Leben in Freiheit eine echte Zumutung ist, wenn man nur zu lange im Gefängnis gelebt hat. Was heißt es, frei zu sein? Als freier Mensch zu leben. Was heißt das, dass Jesus uns frei macht? Und was heißt das vor allem für uns als Gemeinde, auch als Gemeinschaft?
Dazu ein paar Spuren. Zunächst mal lasst uns diese Freiheit einmal ein bisschen näher anschauen. Man kann bei der Freiheit ja immer fragen, wovon sind wir frei und wozu sind wir frei? Die Freiheit, die wir an Ostern erfahren, ist zuallererst, ihr merkt schon, ich habe da mal 5 Punkte vorbereitet, die machen wir jetzt mal relativ schnell. Die Freiheit, die uns Jesus schenkt, die Osterfreiheit, ist eine Freiheit zu leben. Ich schreibe das einfach mal so hin. Eine Freiheit zu leben. Vorher hatten wir diese Freiheit nicht. Auferstehung heißt Hoffnung. Freiheit zu leben. Diese Freiheit ist uns geschenkt, gegeben. Leben ist wieder möglich. Vorher alles vom Tod bestimmt. Eine Existenz zu sterben. Eine Existenz zum Tode hin. Ostern heißt, der Schöpfer siegt. Freiheit zu leben, so ganz grundsätzlich. Freiheit ist dann eine Freiheit, christliche Freiheit von Schuld. Auch das hätten wir schnell sagen können. Jesus durchbricht den Schuldzusammenhang. Du kannst ja nicht leben, ohne schuldig zu werden. Wenn wir etwas essen, wir wissen nicht, woher das Essen kommt. Wenn wir Kleider kaufen, wir wissen nicht oder teilweise, woher die Kleider kommen, unter welchen Bedingungen sie produziert wurden, wer alles daran gelitten hat. Wenn wir hierher fahren, wir werden an vielem schuldig, auch an der Schöpfung, an der Umwelt. Wir werden aneinander schuldig. Manchmal wissen wir das, manchmal ahnen wir es, manchmal ist es uns bewusst, manchmal ist es komplett unbewusst. Du kannst nicht leben, keinen einzigen Tag, ohne schuldig zu werden. Wenn Jesus uns von Schuld befreit, dann geht es nicht immer nur um das, was wir je individuell sagen können, sondern es bedeutet, Ostern, der Schuldzusammenhang dieser Welt ist durchbrochen. Freiheit ist möglich. Du musst dich nicht in diese Zwänge ergeben, du kannst trotz allem leben, weil Gott mit uns neu beginnt. Und das heißt auch, wir haben die Freiheit zu entscheiden. Die Freiheit zu entscheiden und zwar selbst zu handeln. Martin Luther hat den gewagten Satz gesagt, bete und sündige tapfer. Habt ihr das schon mal gehört? Bete und sündige tapfer. Warum sagt er das? Luther ist sich dessen bewusst, dass wir, wenn wir handeln, immer schuldig werden. Du kannst gar nicht in den Tag starten und Entscheidungen treffen, ohne auch schuldig zu werden. Man müsste gelähmt im Bett liegen bleiben und untätig sein. Und auch dann würde man schuldig werden durch das, was man lässt. Unterlassene Hilfeleistung, Dienstleistung, Ausnutzung des Tages. Du kannst nicht leben, ohne schuldig zu werden. Es ist also eine Freiheit zu entscheiden. So, jetzt wichtiger Punkt. Gunzenhausen und wer so jetzt da ist. Für uns im Pietismus, sage ich mal so, meinen wir häufig, ja, Entscheidung. Das ist doch so, für Jesus können wir uns entscheiden. Und zum Glauben hin können wir uns entscheiden. Stimmt das? Martin Luther hat dieses berühmte Buch geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen oder dieses Traktat und hat diese Stelle aus dem Galaterbrief buchstabiert, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und hat ernst genommen, was Paulus ernst nimmt und das Neue Testament, eigentlich die ganze Bibel, dass wir Menschen nämlich gar nicht frei sind, unfrei sind. Wir können uns gar nicht zum Glauben entscheiden, so wenig wie sich Lazarus entscheiden konnte, aus dem Grab herauszugehen. Konnte er nicht. Wir sind tot, weil die Sünde so groß ist. Weil unsere Schuldverfallenheit so groß ist. Wer Sünde ernst nimmt, kann nicht mehr sagen, der Mensch sei frei, sich zu entscheiden. Aber Jesus ruft diesen Lazarus. Er ruft, wie der Schöpfer ruft. Ganz am Anfang der Schöpfung, es werde Licht, so sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. In der Schöpferkraft Gottes. Und auf dieses Wort hin steht Lazarus auf, und kommt heraus.
obwohl er gar nicht hören kann, dass er tot. Dass auch die Ohren sind schon in Verwesung begriffen. So Trommelfell schon angefressen und so. Also so berichtet das ja Johannes, ja? Er stinkt schon. Macht das ja so drastisch. Da ist nichts mehr mit Hören, Sehen, Gehen, Stehen, irgendwas. Alle Sinne weg. Wie kann der hören und kommen? Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht, gilt nur beim Schöpfer. Weil das Wort von Jesus das Hören schenkt, die Entscheidung schenkt und ihn kommen lässt. Also, wenn's um den Glauben geht, sind wir unfrei. Glaube ist 100% Geschenk Gottes. Du kannst dich nicht entscheiden, sage ich als einer, der auch gerne evangelisiert und Menschen zum Glauben ruft. Wir können das nicht, aber Gott ruft uns und tut dieses Wunder. Und es geschieht so wie auf das Wort von Jesus hin, wenn wir uns Gottes Wort weitersagen, dass es gehört wird und Menschen zum Glauben kommen und frei werden. Also, die Entscheidung können wir nicht treffen, alle anderen aber schon. Wir entscheiden, welchen Beruf wir wählen. Wir entscheiden, welchen Menschen wir heiraten und welche nicht. In der Regel alle anderen nicht. So. Wir drehen das aber gerne rum und sagen von Gott bei den großen Entscheidungen unseres Lebens: Herr, zeig mir doch, welchen Beruf ich wählen soll. Und zeig mir doch, welche Frau oder welchen Mann ich heiraten soll. Wir fordern Gott auf, dass er uns die Entscheidung abnimmt, die er uns selber anvertraut. Und manchmal erzählen wir das sogar so. Gott hat mir heute Morgen gesagt, ich soll das grüne Hemd anziehen. Können so Menschen erzählen. Gott hat mir gesagt, ich soll mal dahin gehen. Das kannst du irgendwie gar nicht nachvollziehen. Wie hat es Gott gesagt? Irgendwie so der Eindruck, ich habe das halt genommen und so. Wir erzählen das so. Ich karikiere ein bisschen, aber ist schon so. Aber hey, Gott vertraut uns die Freiheit an, zu entscheiden, welches Hemd wir anziehen. Es ist in der Tat unsere Sache. Und wir haben auch Verantwortung dafür, mit welchen Hemden wir so rumlaufen. Guckt euch mal an. Dafür tragt ihr die Verantwortung. Kannst du nicht sagen, ja, hat mir Gott angezogen und so. Nee, das ist unsere Entscheidung. In allen weltlichen Fragen sind wir frei zu handeln und wir sind verantwortlich. Wir sind schon verantwortlich. Wir können daneben greifen. Man kann mit dem Hemd daneben greifen. Ich dachte, heute Ostersonntag, Gunzenhausen, nimmst du ein weißes, greifst du nicht daneben. Also, ihr versteht, was ich meine, ja? Wir haben Freiheit zu entscheiden und auch die Last Verantwortung zu tragen, dazu setzt uns das Evangelium frei, dass wir Entscheidungen treffen. Wir werden gleich sehen, dass wir in dieser Freiheit eigentlich oft eingeschränkt sind. Es gibt so ein paar Gefängnisse, die uns immer wieder locken. Jetzt ist die Freiheit, die Jesus gibt, aber auch noch eine Freiheit zu dienen. Also Wesen christlicher Freiheit, eine Freiheit zum Leben, Ostern, ganz grundsätzlich. Warum? Eine Freiheit von Schuld und Sünde, Tod und Teufel, kann man viel darunter fassen. Also aus diesem ganzen Schuldzusammenhang heraus. Eine Freiheit zu entscheiden. Und dazu gehört auch jetzt viertens die Freiheit zu dienen. Die Freiheit, mich wieder unterzuordnen, mich einzuordnen. Freiheit halt zu entscheiden, heißt ja nicht die Freiheit immer zu herrschen, sondern die Freiheit zu dienen. Und ich nehme gleich das zweite dazu oder das fünfte noch, nenne das aber bewusst extra die Freiheit zu lieben, sich hinzugeben. Jesus selber hat es vorgemacht. Denkt mal an Johannes 13, die Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und dann sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. So sollt ihr das auch machen. Einander dienen. Nicht übereinander herrschen, das wollen so die Jünger.
die fragen sich auch, wie wird denn das mal sein im Himmel, so, wer sitzt da rechts neben Jesus und so und wer hat so die besten Plätze und hat dann mit das Sagen so. Das streben sie so heimlich ein bisschen an und gar nicht so ganz heimlich. Jesus weist sie darauf hin, wer dem Menschensohn folgt, der soll das tun, was ich auch tue, nämlich dienen. Ein Dienst. Freiheit zu dienen und die Freiheit zu lieben geht noch weiter, denn Liebe heißt Hingabe, sich ganz hinzugeben für andere. Martin Luther hält das auch fest, wenn er sagt, von der Freiheit eines Christenmenschen, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge. Freiheit zu entscheiden. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht. Von allen, allen dienen, näher noch die Freiheit zu lieben, sich ganz hinzugeben für andere. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, sagt Jesus. Er hat die Füße gewaschen und dann ist er ans Kreuz gegangen. Freiheit, die sich gibt. Freiwillige Liebe. Zu dieser Freiheit, das ist Christusfreiheit, sind wir befreit. So. Und jetzt gibt es immer wieder Dinge, die uns begrenzen, die uns einengen. Darf ich mal fragen, fällt euch da was ein? Ich habe hier mal so einen Gegensatzpfeil hingemacht. Wir sammeln das ein bisschen. Was nimmt uns die Freiheit? Das habe ich auch aufgeschrieben. Danke. Angst. Angst hat viele Gesichter. Könnten wir ein ganzes Seminar, ach, eine ganze Woche dazu machen. Die Angst, Fehler zu machen, es nicht zu schaffen. Angst vor Menschen, Angst vor uns selber, Angst vor Gott, Angst vor dem Sterben. Einfach Angst. Was noch? Die Zeit. Weil sie abläuft. Weil sie begrenzt ist. Freiheit heißt ja, dass Grenzen fallen. Die Zeit vergeht und damit manchmal auch der Moment und die Chance, etwas zu tun. Was noch? Bitte? Neid. Schreibt das irgendwo dazwischen. So. Das ist jetzt nicht vollständig, ne? Ja, wenn wir neidisch sind, wenn uns Neid besetzt, Geiz übrigens ebenso, werden wir unfrei. Wir gieren danach, etwas zu haben, was andere haben. Und eigentlich sind wir hier nicht mehr frei, wir rutschen da wieder rein. Es ist auch die immer neue Schuld, wir werden ja immer wieder schuldig, die unsere Freiheit in Frage stellt. Immer wieder neu schuldig. Stellt die Freiheit, nimmt uns die Freiheit auch zu handeln, vor anderen aufzutreten, hemmt uns. Ja, danke, Prägungen. Prägungen, zutiefst. Wir sind ja, es ist eine Illusion zu meinen, wir wären frei. Schon rein menschlich. Wir sind zutiefst geprägt von unseren Eltern, von unseren Kindheitserfahrungen, von der Kultur, aus der wir kommen. Und die Freiheit, etwas zu tun, kann, es kann eine Riesenüberwindung sein. So diese alte, alte Pietistengeschichte, wo es noch um Kleiderordnungen ging und um Röcke und Hosen und so. Ich habe das im Ohr, wie mir eine inzwischen durchaus ältere Dame einmal gesagt hat, wie viel Überwindung es sie gekostet hat, jetzt sage ich mal so, im Namen Jesu eine Hose anzuziehen, weil sie anders geprägt war. Das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man die Prägung nicht hat und so. Ja, aber plötzlich, ich bin frei, ich muss das gar nicht, es ist ein Stück Gesetzlichkeit. Man kann ja eine Freiheit dazu haben. Ich will jetzt nicht über Rock und Hose diskutieren. Nicht, dass ihr nachher erzählt, der Präses hat so, ja, mit was man da. Aber sie hat gemerkt, Freiheit in Christus heißt, ich kann auch eine Hose anziehen. Das darf ich tun. Das darf ich. Und wie schwer das fallen kann, dieser Meter da reinzuschlüpfen, das können Ewigkeiten sein.
Es gibt ganz andere Prägungen. Also Prägungen, die wirksam sind. Ich füge mal noch eines an. Das Stichwort Routine. Gewohnheiten. Wir erfinden ja nicht immer neu, was wir machen jeden Tag. Wir haben ja unsere Gewohnheiten. Ohne Gewohnheit kannst du ja gar nicht leben. Es wäre schlimm, wenn man keine Gewohnheiten hätte. Aber es gibt dann auch so ein paar Gewohnheiten, die kennen wir vorzugsweise von anderen, die vielleicht ein bisschen merkwürdig sind. So Routinen, die uns einengen, wo es mal gut tun kann, auszubrechen. Routinen können uns die Freiheit nehmen. Übrigens auch die Erwartungen anderer. Ich schreibe das mal noch hin. Das hat mit Prägung natürlich zu tun. Das hat auch mit den Ängsten zu tun. Die Erwartungen anderer. Der Gemeinde. Eine Gemeinde ist ein Raum mit ganz vielen Erwartungen. Und das spüren die, die in die Gemeinde kommen. Du kannst manche Dinge nicht machen, weil was anderes erwartet wird. Ich hätte auch im roten Hemd kommen können. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen merkwürdig. Und es gäbe noch andere Kleidungsformen, die wären ein bisschen merkwürdiger. Badehose wäre irgendwie komisch. Und jetzt muss es ja nicht so komisch und humoristisch sein, sondern es gibt Erwartungshaltungen, wenn du denen nicht entsprichst, spürst du das. Die anderen lassen es dich spüren, obwohl sie das vielleicht nicht einmal wollen. Die Konventionen, gesellschaftlich und in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Raum von Konventionen und soll doch ein Raum der Freiheit sein. Wir können das noch ergänzen. Habt ihr noch was? Ja, bitte. Tradition, ja, genau, hängt auch damit zusammen. Also müssen wir gar nicht weiter entfalten. Hat man schon immer so gemacht, wo kämen wir denn hin, wenn man es anders machen würde und so. Allerdings gibt es auch, das will ich dazu sagen, das Umgekehrte, den Zwang zur Innovation. Also es muss immer hip sein, es muss immer anders sein. Auch das kann so einen Druck auslösen. So, da ist noch eine Wortmeldung. Bitte? Zwingende Gedanken, also, ja, du meinst so zwingende Gedanken, ich schreibe das mal hin, so Gedanken, die kommen einfach, die man nicht los wird, was man machen muss. Überhaupt Zwänge, könnte man auch sagen. Verpflichtungen. Ja, also Verpflichtungen und Zwänge, schreib das mal noch so drüber. Kann man von hinten nicht lesen, ist egal. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nachher fotografieren, dann habt ihr eine schöne Erinnerung. Sagen wir eine Erinnerung, auch wenn sie nicht schön ist. Aber oh ja, hat mit der Routine ja auch was zu tun, aber ist noch mal ein bisschen was anderes. Bequemlichkeit. So. Das sind alles Gefängnisse. Bitte? Noch einmal bitte? Gesetze und was war das Erste? Regeln, natürlich. Eigentlich der Klassiker. Gesetzlichkeit, von der ja auch Paulus spricht. Regeln und Gesetze. Gesetzlichkeiten. Das sind ja dann schon Erwartungen, die zur Norm geworden sind, die irgendwo geschrieben stehen oder die auch ungeschrieben einfach gelten. So, das alles schränkt Freiheit ein. Übrigens auch unser Streben nach Macht und nach Anerkennung. Wir merken, wenn wir all dies bedenken und noch mehr, das ist nicht vollständig, soll ja jetzt auch nur so eine Anregung sein, da gibt es einen Pfeil, einen Gegensatzpfeil. Was wir eigentlich sein sollen und doch in Jesus sind,
das stößt hier auf Widerstände. Das verpufft. Und die Gefahr besteht, dass wir die Freiheit vor uns hertragen, im Mund führen und sie desto lauter beteuern, je weniger wir sie erfüllen. Und Menschen, die jetzt zu uns kommen, die uns begegnen, erleben aber das. Die Taten, das, was wir sind und was wir tun, spricht immer lauter als das, was wir sagen. Und da ist eine Diskrepanz. Jetzt können wir nie perfekt sein und etwas Perfektes verkörpern, aber wir können doch darauf Acht haben, wie wir eine Kultur der Freiheit leben, auch in unseren Gemeinden. Und da würde ich euch gerne noch mitnehmen. Bevor ich jetzt frage, seid ihr bereit dazu, fange ich schnell an. Also, wenn wir das jetzt gesehen haben, und ich schreibe das jetzt einmal oben drüber, eine Kultur, also jetzt geht es um unser Zusammenleben in der Gemeinde, in der Familie, in Hauskreisen, in Werken, in christlichen Gemeinschaften, als Christenmenschen, eine Kultur und jetzt angesichts dessen, was wir gerade eben gesehen haben, eine Kultur, oh, jetzt habe ich mich verschrieben, eine Kultur der Freiheit und da kommt es desher, des Dienens. Eine Kultur der Freiheit und des Dienens. Wollen wir uns dem noch ein bisschen annähern? Wie kann das aussehen? Eine Kultur der Freiheit und des Dienens. Ich habe dafür 7 Punkte. Dann gibt es Kaffee. Dann können wir noch ein bisschen sprechen. Also, was halten wir fest? Erstens, eine solche Kultur der Freiheit und des Dienens lebt aus dem Hören. Sie lebt aus dem Hören und macht sich das immer wieder bewusst. Aus dem Hören. Ich mache mal noch einen Schrägstrich und schreibe Empfangen hin. Seht ihr, das wird deutlich in jedem Gottesdienst eigentlich. In jedem Abendmahl, da ganz besonders. Wir sind das, was wir sind, allein durch Jesus. Er schenkt uns alles. Ja, das nimmt ernst, dass wir uns zum Glauben nicht entscheiden können, sondern dass uns alles gegeben ist. Und wir empfangen das immer wieder neu. Wir hören das immer wieder neu. Wir hören den Freispruch. Deswegen hören und empfangen. Der Glaube kommt aus dem Hören, eine Freiheit aus dem Hören. Das ist zutiefst reformatorisch und biblisch und das sollte unsere Kultur prägen, dass das alle wissen. Wir gehen dahin und empfinden und spüren, dass es die Atmosphäre prägt. Keiner ist besser, mehr als der andere, bedeutungsvoller, sondern wir empfangen. Das sind wir alle gleich. Das macht das Priestertum aller Glaubenden aus. Ein Geschlecht von Königen und Priestern, wo keiner einen Adelstitel hat und auf andere herabsieht und niemand zu anderen aufsieht, sondern alle gleich in Christus. Wir leben aus dem Hören, aus dem Empfangen. Das ist das Entscheidende. Und wenn das so ist, wenn wir also gemeinsam empfangen, dann leben wir auch, indem wir teilen. Wir leben aus dem Teilen. Aus dem Teilen. Wenn wir Jesus durch das Abendmahl empfangen, dann nehmen wir ernst, dass er Brot und Wein geteilt hat. Tischgemeinschaft. Wir geben weiter. Und die ersten Christen haben das Abendmahl gefeiert am Tisch, einfach am Tisch, als ein Essen mit Zusage, ein Essen mit Versprechen, nicht mit Verschlucken, mit Versprechen. Ein Essen mit der Zusage, Christi Leib für dich gegeben, sodass Jesus gegenwärtig ist.
Ja, wir unterscheiden das Sakrament von einer bloßen Mahlgemeinschaft und Tischgemeinschaft. Und doch nehmen wir ernst, dass das eine aus dem anderen gewachsen ist und wächst und zusammengehört. Und die Mahlgemeinschaft am Tisch des Herrn beim Abendmahl im Gottesdienst führt wieder hin zur Tischgemeinschaft, die Jesus immer gesucht hat. Lebt aus dem Teilen. Man hat geteilt, auch Vermögen geteilt. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es, dass sie Gütergemeinschaft hatten. Alles gemeinsam. Gütergemeinschaft. Und als die Gemeinde in Jerusalem nichts mehr hatte, hat man gesammelt in der ganzen Umwelt oder in großen Teilen der Gemeinden für diese Gemeinde. Wir leben aus dem Teilen. Wir brauchen einander. Jeder bekommt und jeder gibt. Unterschiedlich viel. Weil jemand unterschiedlich hat, weil alle oder die Einzelnen unterschiedlich viel haben. In einer Kultur der Freiheit und des Dienens wird das Teilen gelebt. Eine Kultur der Freiheit und des Dienens wagt Neuanfänge. Da kann man neu anfangen, weil man um Vergebung weiß. Wann habt ihr zum letzten Mal neu angefangen? Persönlich, überlegt mal. Wann habt ihr neu angefangen? Kann einem alles Mögliche in den Sinn kommen? Dass man persönlich irgendwie neu begonnen hat, ein neues Hobby, etwas, was ich zum ersten Mal gemacht habe oder nach langer Zeit wieder. Ich habe wieder angefangen. Wann habt ihr als Gemeinde neu angefangen? Wann habt ihr mit jemand neu angefangen? Gibt es Neuanfänge? In einer Kultur der Freiheit und des Dienens sollten Neuanfänge an der Tagesordnung sein. Es beginnt immer wieder etwas Neues und jemand Neues. Und jemand Altes beginnt wieder neu. Neu anfangen. Wir leben oft in den Traditionen, in den althergebrachten Formen und mit den bekannten Gesichtern. Und so gestaltet sich unser gesamtes Gemeindeleben. Manchmal kommt hier und da jemand dazu, manchmal bleibt jemand weg. Aber es ist relativ konform, relativ konstant. Start-up, brodelnde Innovation, etwas, wo ständig was anders ist, weil das, was wir vor einem halben Jahr hatten, ist schon längst wieder überholt. Wieso in so einer Start-up-Unternehmenskultur findest du in Kirche und Gemeinschaft eher selten. Aber eigentlich sind wir die, die um Freiheit wissen und den Gott kennen, der anfängt, neu anfängt. Da kommt ein Zachäus hin und da kommt eine Maria Magdalena hin. Und ein bisschen später ist die Maria Magdalena die erste Osterzeugin, der Jesus seine Auferstehungsbotschaft anvertraut. Nicht einem Schriftgelehrten und Pharisäer, der das Ganze einordnen kann, der sein Leben lang schon darauf wartet. Nikodemus wär doch geeignet gewesen. Ja? Oder wenigstens einer der 12 Männer. Wenigstens ein Fischer, wenigstens irgendwie bodenständig. Aber bitte nicht die Maria Magdalena. Die muss es echt nicht sein. Aber die ist es. Ganz ungewohnt, Neuanfänge. Wann darf etwas neu werden? Gemeinde soll ein Raum sein, in dem Dinge neu werden. Also wir wagen Neuanfänge. Und, das hängt damit zusammen, eine Kultur der Freiheit und des Dienens ist offen für alle Menschen. Das ist ja das Frappierende, weil Gott alle will, weil Gott alle liebt, weil er alle segnet, nicht nur die Juden, auch die Heiden, nicht nur die Männer, auch die Frauen, nicht nur die Freien, auch die Sklaven, Galater 3,28. Weil in Christus alle eins sind, tauchen sie alle auf in der Gemeinde. Eine Riesenzumutung. Gemeinde Jesu Christi ist eine soziale Unmöglichkeit. Da kommen Menschen zusammen, die nicht zusammengehören, die nicht miteinander können. Es ist eine Riesenzumutung. Die größtmöglichen Gegensätze der damaligen Zeit bilden die erste Gemeinde. Das gibt's nicht.
milieumäßig völlig undenkbar. Und genau das passiert. Was passiert bei uns? Und woran liegt es? Liegt es darin, dass wir doch Freiheit verkennen und uniform werden und den Blick für die Vielfalt, die Gott sieht und will, die Gemeinde kennzeichnet, gar nicht mehr wahrhaben wollen? Wir tun uns schwer damit. Ich weiß, das ist schwer. Es ist nicht leicht, Menschen mit Migrationshintergrund zu integrieren. Egal, woher sie kommen. Aber je weiter weg die Kultur, desto herausfordernder ist das. Aber genau das ist Gemeinde. Es ist nie ein Club von Gleichgesinnten, von denen, die schon immer übereinstimmen, die ähnlich ticken. Also diese Offenheit. Es ist eine Kultur der Freiheit und des gegenseitigen Dienens, wo wir uns von Jesus dienen lassen. Und in so einer Gemeinde, so eine Kultur der Freiheit, die geht konsequent vor gegen jede Unfreiheit. Konsequent gegen Machtmissbrauch. Wenn Freiheit bedeutet, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Dann ist das Funktionärs- und Machtgehabe unterlaufen, wird unterspült durch eine solche Kultur, dann hat jede Form von Missbrauch übrigens, ich habe jetzt hier mal Machtmissbrauch hingeschrieben, man könnte das Macht auch einklammern, wobei im Grunde jede Form des Missbrauchs eine Art von Machtmissbrauch ist. Immer dann, wenn sich ein Mensch über andere erhebt, in geistlicher Weise, wenn Abhängigkeiten entstehen, von einzelnen Personen, weil sie solche eine Autorität beanspruchen, irgendwie de facto haben, dass die Freiheit der anderen genommen wird. Ich habe das viel erlebt, schon oft erlebt im Pietismus, gerade auch in Gemeinschaften, in freien Gemeinschaften und Gemeinden. Da gibt es nicht die Herren Pfarrer, das ist nicht so eine hohe Amtsmentalität, aber dafür gibt es den gleichen Abstand gegenüber geistlichen Autoritäten. Der alte Bruder, der schon immer, der klüger ist als die anderen, der schon immer das Sagen hat, der Bescheid weiß, den gibt es. Und wenn dieser Bruder übergriffig wird, und darf ich es jetzt mal so sagen, weil es auch angesprochen werden muss bei uns, der auch unter einen Rock greift, alles geschehen, dann kann das nicht wahr sein. Dann muss das Verleumdung sein. Dann ist das schlechterdings unvorstellbar. Es ist doch der eine. Das geht gar nicht. Der stand immer vorne, seit Jahrzehnten. Den kennen sie alle. Im ganzen Land kennt man den. Und so wie der die Bibel auslegt, wie der die Väter kennt und wie der betet, so niemand sonst. Eine Kultur der Freiheit behält das gesunde Misstrauen gegenüber uns als Sündern, weil wir das alle sind. Und achtet alle Vergleich und geht konsequent vor gegen jede Form von Freiheitsentzug. Machtmissbrauch ist immer der Entzug von Freiheit derer, die betroffen sind. Gegenüber Frauen, gegenüber Kindern, gegenüber der Gemeinde. Wenn es um Macht geht, wenn es um Sexualität geht, aber auch wenn es um Geistliches geht. Es gibt in vielen, auch freien und modernen Gemeinden, Formen von Abhängigkeit, hierarchische Systeme, klare Leitungspersonen, die das Sagen haben, sind nicht der Papst,
geben sich ein bisschen hipper. Aber auch ein Sweatshirt und weiße Sneakers machen dich nicht einfach zum Gleichgesinnten. Sondern es gibt welche, die sehr viel Autorität beanspruchen. Hierarchische Leitung. Konsequent gegen Machtmissbrauch. Und wenn ich das nun schon angesprochen habe, kommt das Sechste sofort dazu. Eine Kultur der Freiheit und des Dienens ist transparent. Also offen. Legt Dinge offen, nicht okkult, nicht geheim, nicht hinter Zimmer, sondern transparent in den Strukturen und offen für Beteiligung. Transparent in den Strukturen, das heißt, es wird deutlich gemacht, wie kommen eigentlich Entscheidungen zustande. Wer hat die getroffen und warum? Da kann man nun anderer Meinung sein und kann sagen, da hätten die anders entscheiden müssen. Aber die, die Verantwortung haben, ein Vorstand, ein Leitungskreis, wer auch immer, über welche Größe von Gemeinde, von Werk, von Organisation entscheidet, im christlichen Bereich, macht es transparent und offen, sodass Freiheit gelebt werden kann. Dann kann man das in Frage stellen, man kann das kritisieren, aber die, die die Entscheidung treffen, stehen auch dafür gerade. Und es ist nicht einfach nur so geworden, weil es nicht anders ging. Das schafft übrigens auch Vertrauen, Transparenz und Offenheit. Und nimmt die, die es betrifft, als Beteiligte ernst. Offen für Beteiligung. Jetzt könnte man denken, oh, jetzt wird es aber ein bisschen strukturell, was er da sagt. Jetzt gleitet er ab ins Funktionärsdasein oder so. Nein, ihr Lieben, das hat zutiefst etwas mit unserem Wesen als Gemeinde zu tun. Priestertum aller Glaubenden. Das heißt, Gemeinde Jesu Christi besteht aus Menschen, die zunächst einmal alle gleich sind, von denen alle die gleiche Freiheit haben. Und dann entscheiden sie, das ist eine Ordnungsfrage. Wer ordnet die Dinge jetzt vor? Man braucht einen Vorstand, man braucht jemanden, der leitet, man braucht jemanden, der es verantwortet, man braucht auch jemanden, der uns das Wort Gottes sagt. Der oder die soll dann auch eine theologische Ausbildung haben. Ja, die Dinge werden geordnet, aber wir haben keine Ämter, die Personen über andere stellen in ihrem Personensein. Das vergessen wir nur gelegentlich. Es gibt so in geistlich erwecklichen Bewegungen eine Art Papsttum eigener Art. Und viele Päpste, viele, die dann manchmal streiten. Ja, bitte. Gilt auch für Familien, ja. Ich habe bewusst gesagt, was das gilt für Gemeinde, findest du in Familien, in Freundschaftsstrukturen und so, in Klassen, manchmal in Vereinen. Aber wir haben einen Grund. Man kann das hier, die beiden Punkte, auch demokratisch begründen. Vieles davon. Auch säkular oder humanistisch. Aber vieles, was wir in unserer demokratischen Kultur haben, die Freiheit unseres politischen Systems, hat ja auch geschichtlich etwas mit der Freiheit des Neuen Testamentes zu tun. Wir aber besinnen uns auf die Freiheit von Christus. Da kommen wir her und reden jetzt primär Blick auf christliche Gemeinschaft, Gemeinde, Familie, Hauskreis, Freund, Werk. So, letzter Punkt noch. Kultur der Freiheit lebt in der Hoffnung, ach, das ist sowieso eines meiner Lieblingsworte, lebt in der Hoffnung, das Beste kommt noch. Das hat was ungemein Befreiendes. Dass wir die Hoffnung haben, das Beste kommt noch. Jesus wird sein Reich vollenden. Heißt also, das, was heute bei uns passiert, ist das Vorletzte. Es geht nicht um das Letzte. Es geht nicht um das Endgültige. Es geht nicht um das für immer. Das ist manchem Kirchengemeinderat nicht immer bewusst. Mancher Streit, auch in Gemeinschaften, könntest du denken, jetzt geht es um die ewigen Ordnungen. Kleine Erinnerungen, die sind schon gemacht. Ihr entscheidet gar nicht darüber. Es ist gar nicht so wichtig. Und ihr seid übrigens auch nicht in eurem Amt
Aber ihr seid Jesus als Person so wichtig, dass er für euch ans Kreuz gegangen ist. Das immer wieder zu begreifen, dass wir vom Verantwortungsträger wieder zur Person werden, vom Funktionär zum Christenmenschen, das ist etwas zutiefst Heilsames. Manche Konflikte gäbe es nicht, wenn wir diesen Move machen würden und zurückfinden zu dem, wer wir eigentlich sind. So. Ihr Lieben, das sind 7 Gesichtspunkte für eine Kultur der Freiheit und des Dienens. Und ich meine, dass daran sehr viel hängt von der Erfüllung unseres missionarischen Auftrags. Weil Menschen es spüren, ob du in diesem Raum aufatmen kannst, ob du dich wohlfühlst, ob du willkommen bist, ob du sein darfst, wie du bist. Oder ob du subtilen Erwartungen ausgesetzt wirst, ob da ein Druck ist, ob da Prägungen wirksam sind, Traditionen, die einengen, die einen eigentlich bestimmen wollen und nicht frei machen wollen. Echter Glaube macht frei. Auch mit Fragen des Lebens umzugehen. Wir sind frei zu entscheiden. Es ist nicht vorgegeben, wie wir zu leben haben. Ja, Gott gibt uns seine 10 Gebote und das sind Orientierungen zum Leben, gute Orientierungen, lebensdienliche Orientierungen, aber kein Gesetz, das uns einschließt. Wir sind frei und verantwortlich vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Und so treffen wir Entscheidungen und so sind wir miteinander unterwegs, auch als solche, die unterschiedlich entscheiden. In vielen Fragen, wenn es um Geld geht, wenn es um Macht geht, wenn es um Sexualität geht, wenn es um die Art zu leben geht, die Art zu singen, Gemeinschaft zu gestalten, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ja, wir ringen dann umeinander, um einen gemeinsamen Weg zu finden, der aber immer davon geprägt ist, dass wir uns auch Freiheit gewähren. Kurzum, kurzer Wecker für alle, die geschlafen haben. Jetzt wieder aufwachen. Lasst uns zurückkehren zu diesem ersten Wort, das da drüber steht, frei. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also lasst uns in dieser Freiheit leben. Dazu sage ich jetzt mal Amen. Und Andreas, jetzt kann man noch Fragen stellen. Wir haben noch ein paar Minuten oder ein paar Anmerkungen. Genau, ich lade euch ein. Offene Dinge. Hat jemand, wo er sagt, Mensch, da möchte ich gerne noch mal nachhaken. Ich hätte da gerne noch mal eine Frage dazu. Wir haben jetzt noch mal eine Viertelstunde Zeit, wo man noch mal nachhaken kann. Machen dann ganz bewusst auch irgendwann den Schnitt, damit ihr auch noch die Zeit habt, zu den nächsten Seminaren zu kommen. Aber wenn gerne jetzt noch mal jemand an einer Stelle nachhaken möchte, jetzt wäre die Möglichkeit dazu. Ich komme zu ihm oder zu ihr und dann kann er das durchs Mikro fragen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sie haben da ja jetzt einige Punkte genannt für die Gemeinde, also wie man Freiheit in der Gemeinde leben kann. Können Sie auch noch was zum Persönlichen sagen? Also diese Sachen, die wir gesammelt haben, sind ja eigentlich auch viel persönlich, was uns selber unfrei macht. Was gibt es denn für Tipps, so persönlich, mehr Freiheit zu leben, die wir ja haben? Danke. Ich würde mal vorschlagen, wir schließen die andere Frage nochmal da direkt an und dann kannst du es... Ach, können Sie bitte nochmal das zweite Blatt zeigen? Genau zum Punkt 5. Leichterdings habe ich an andere Leute gedacht bei diesem Punkt. Und für mich ist die Frage, wie schafft man das, dass man bei diesem Thema auf sich selber schaut? Also bei Machtmissbrauch beziehungsweise bei Macht haben wollen und bestimmen wollen. Man denkt ja dann immer an andere Personen. Mhm. Es sind ja die anderen, ja, ja. Nicht ich. Mhm. So, Steffen, nochmal 2 Herausforderungen. Ja, bitte. Vielen Dank. Jetzt mache ich es mal der Reihe nach. Also
tatsächlich waren wir jetzt hier bei dem ersten Blatt ja auch noch eher im persönlichen Bereich und haben es dann so angewandt, so, was heißt das für Gemeinschaften, für eine Kultur? Und gerade die ganzen Punkte, diese Gefängnisse, Angst und die Zeit, der Neid und die Prägungen und Erwartungen und so, sind ja auch wirklich zutiefst persönliche Dinge. Was hilft da? Also ich würde sagen, es ist zuerst auch eine Frage des geistlichen Lebens, also meines Betens, auch der Beziehung zu Jesus, dass ich mir das immer wieder klar mache. Herr Jesus, du hast mich befreit. Ich lasse mir das sagen, ich bin ein freier Mensch. Also ich höre diese Freiheit wie jemand, der so einen Freispruch bekommt von einem Richter und den immer wieder liest und ihn aufhängt und an die Wand hängt und ihn vor Augen hat und sagt, das bin ich. Also ich lasse mir das sagen, weil ich das oft vergesse in den Routinen und in dem, was mich gefangen nehmen will. Und dann reflektiere ich es. Ich werde sensibel, ich bewege es in den verschiedenen Erfahrungen, die ich mache. Wenn ich so einen Tag durchdenke, wie habe ich den Tag heute eigentlich erlebt? Habe ich das eigentlich aus freien Stücken gemacht? Oder stelle ich fest, Mensch, eigentlich bin ich da nur hingegangen, weil das jemand erwartet hat. Und ich ärgere mich eigentlich, das war jetzt eine verlorene Zeit, ich wollte das eigentlich nicht. Ich bin doch nur hin, weil ich Angst hatte vor einem Tadel oder vor, ja, ich war eigentlich getrieben und habe nicht aus freien Stücken gehandelt. Also die Dinge so zu bewegen, sensibel zu werden und dann dieses Ärgern, manchmal dieses Gefühl, das man hat, das einen drückt, wo man sich irgendwie nicht gut fühlt am Abend, das zu greifen suchen und es zu benennen, es vielleicht auch nochmal zu einem Gebet zu machen, mal mit einer Freundin darüber zu sprechen. Ich finde, das hilft, um voranzukommen, um mehr Freiheit zu entdecken. Also das wäre so ein Hinweis für das persönliche Umgehen, es ins geistliche Leben zu integrieren, es bewusst wahrzunehmen, wo bin ich frei und wo füge ich mich einfach und es auch mit anderen ins Gespräch zu bringen. Das könnte helfen. Vielleicht so viel, bestimmt nicht erschöpfend, aber so als erste Replik mal dazu. Und bei dem zweite Frage, konsequent gegen Machtmissbrauch. Also als Selbstkritik, ja, wo bin ich da, stehe ich selber in der Gefahr, übergriffig zu werden oder zu bestimmend zu sein, zu dominant zu sein. Also da hilft ja eigentlich ein Spiegel. Die Frage ist, wer kann jetzt so ein Spiegel sein für mich? Hilft da auch so eine Art Reflexion, wie gerade eben genannt, im Blick auf so persönlichen Umgang? Ich glaube, es kann helfen, sich ein paar Fragen aufzuschreiben und mit einem Berater, einem Coach, einem Freund, einem Kollegen, der eine ähnliche Situation kennt, einem Typ, der meine Herausforderungen kennt, kann ganz fachfremd sein, einmal ein paar Dinge durchzusprechen. Was meinst du eigentlich? Ich entscheide so. Oder mal andere zu fragen, wie erlebst du das eigentlich? Ist das für dich nachvollziehbar? Ist das transparent? Ist das logisch? Ist das schlüssig? Hältst du das verantwortlich? Also ein Spiegelbild muss man suchen. Wir weichen dem Spiegelbild manchmal aus, wenn wir uns selbst nicht sehen können. Wenn wir uns zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn empfinden oder so, da will ich gar nicht hingucken. Wenn du irgendwie durch die Straße gehst und da ist ein Spiegel an einem Schaufenster oder so, mal bewusst den Spiegel, das Spiegelbild zu suchen. Das kann, eben können andere Menschen sein, um da sensibel zu werden. Wo bestimme ich eigentlich, verfüge ich über andere und die merken das gar nicht. Wie bin ich eigentlich als Vater meinen Kindern gegenüber? Kann man da mal mit der Ehefrau drüber sprechen? Oder umgekehrt, mit der Ehefrau, kann man die Kinder fragen? Hängt davon ab, wie alt sie sind. Mit dem Ehepartner zu sprechen, sag mal, wie erlebst du mich da eigentlich? Bin ich irgendwie eigentlich patriarchalisch oder so? Oder was lade ich dir auf? Es gibt so die Mental Loads, die wir verteilen.
Ist der Begriff geläufig? Mental Load, also die Last, mentale Last, die Einzelne in Gemeinschaften tragen, in Familien zum Beispiel. Das sind häufig die Mütter. Auch wenn die Väter sagen und alle in der Familie, ja, Haushalt, das teilen wir uns und jeder hat so eine Liste, bringt den Müll raus und der eine ist für dies, der andere für das zuständig. Aber im Großen und Ganzen ist es doch so, dass auch die junge, ein bisschen emanzipierte Frau und Mutter in der Regel die Gesamtverantwortung hat und weiß, ja, kriegt es eh nicht hin. Und am Ende habe ich die Last. Am Ende bin ich dafür zuständig, dass die Küche sauber ist und so. Das ist ein Mental Load, das ist eine mentale Belastung. Wer trägt am Ende die Last und wem überlasse ich die? Ist auch so eine Spiegelfrage. Ja? Also wo gewähren wir anderen Freiräume und wo nehmen wir sie ihnen, ohne dass es uns bewusst ist? Und diese Art der Achtsamkeit, der Liebe, der Wertschätzung gegenseitig, wenn die ist nie perfekt, aber wenn die zu spüren ist in einer Gemeinschaft, ist das so wohltuend. Und wenn das nur manchmal der Fall ist, dann gehst du gerne hin, in so eine Gemeinde, in so eine Familie, bist du in so einem Haus gerne zu Gast, in so einem Kreis fühlst du dich wohl, in so einem Mitarbeiterteam, wo man merkt, man trägt Lasten gemeinsam und lädt sie nicht eher auf andere ab.